Einen wunderschönen guten Abend. Es ist Freitag, der 23.3. Es ist keine Sprechstundenzeit, aber morgen ist Samstag. Von daher habe ich mir gedacht, wie der Mittwoch schon ausgefallen ist, es geht mir wieder besser. Das eiserne Händchen haben wir ein bisschen losgelassen. Und meine Kinder sind zwar krank, aber die schlafen jetzt. Von daher habe ich ein wenig Ruhe heute Abend. Und werde jetzt gleich ein bisschen was mit euch machen. So, schön behauptet, dass ich Ruhe habe, ne? Schön behauptet, dass ich Ruhe habe, die man natürlich hat, wenn man das Info nicht einschaltet. Aber ich habe Ruhe, Gott sei Dank. Also, heute ist Freitag, morgen ist Samstag, morgen ist unser Spielerstammtisch. Ich freue mich schon sehr in Aschaffenburg. Wer noch Lust hat und sich noch nicht eingeplant hat, könnt ihr gerne vorbeikommen. Ich bin aber eigentlich aus einem ganz anderen Grund hier. Der Plotter schneidet. Wir haben ja jetzt am Mittwoch angesetzt. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Die Ostersprechstunde für die Kinder. Allerdings haben wir so viele Ideen, Nicole und ich, dass ich gesagt habe, ich teile es ein bisschen auf. Und viele Kinder haben ja jetzt auch schon Ferien. Mein Sohn hätte heute seinen letzten Schultag gehabt. Also da sind jetzt Ferien die nächsten zwei Wochen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir fangen mal heute Abend mit einem kleinen Thema an. Schließlich ist morgen Samstag und spätestens um 9 steht irgendeiner eh wieder da. Aber Mama, mir ist langweilig. Dann hätte ich für morgen schon eine kleine Idee. Und zwar, ich habe bei dem Marc auf dem Weselblog eine super süße Kiste entdeckt, beziehungsweise ein Körbchen. Ich habe hier schon mal eins gemacht. Das kann man mit dem Plotter als auch mit der Schere machen. Ich möchte heute beide Varianten zeigen. Wie ihr hört, schneidet der Plotter noch. Das ist die Variante mit dem Plotter. Die könnt ihr entweder in 30x30 machen oder in A4 Größe, je nachdem, wie ihr wollt. Ich hatte einige Anfragen, dass ich bitte nochmal zeigen soll, wie man Papier bedruckt. Das können wir heute auch machen. Dann könnt ihr euch nämlich euer eigenes Papier bedrucken und dann eben diese Körbchen schneiden. Entweder mit der Hand oder mit dem Plotter. Das ist, wie gesagt, die Variante, die mit den Plotter geschnitten ist. Und das ist die A4-Variante. Die ist komplett mit der Hand geschnitten. Die hat mein Sohn selbst gemacht. Hat zwei Stück gemacht. Ich habe das total einfach mir gemacht, weil es ja, wir können ja auch drucken aus unserem Programm. Marc hat zum einen sowieso ein PDF dabei, das mir ausdrucken kann. Zum anderen aber habe ich mir überlegt, ich habe mir die A4, die Blöcke vom Action sind ja 30x30. Gibt es ja so tolle Motivblöcke. Ich habe mir da einfach A4 ausgeschnitten und habe mir diese Vorlage einfach aufgedruckt auf die Rückseite. Somit konnte der Fabi sich das schön ausschneiden und dann haben wir das zusammen gebastelt. Ob das jetzt in der Größe ist oder in A4, ist eigentlich relativ wurscht. Und somit konnte er sich das ausschneiden und konnte sich das zusammenbasteln. Dann könnte er dann Eier reintun. In dem Körbchen waren heute den ganzen Tag schon irgendwelche Autos drin. Da fährt meine kaputte Haarspange, da ist meine kaputte Haarspange drin, also da könnt ihr alles zusammen, auf das ihr Bock habt. Einen wunderschönen guten Abend. Den Blog habe ich euch verlinkt. Gibt es ein paar süße Sachen, egal ob Papier oder andere Sachen zum Basteln. Ich ziehe mir hier jetzt gerade mal die Variante mit dem Plotter ab. Ich habe mir vor einiger Zeit mal etwas teurer gegönnt. Einen total schönen Motivblock. Im Bohemian-Stil, der war nicht vom Action, den habe ich im Versandhandel gekauft. Da sind so, so schöne Sachen drin. Und da habe ich mir heute ein Motiv ausgesucht. Martina, bei uns wird gerade in Damm ein Action gebaut. Der ist aber erst im Herbst fertig. Ich war auf dem Bauernhof mit den Kindern letztes Jahr im Sommer und habe für jede Menge Geld dort Milch eingedeckt. So, ich ziehe mir das hier mal ab. So, das ist der Griff. Das macht den Boden. Das ist nicht eingerissen, das macht gar nichts. Also wenn die Kinder sich mal verschneiden, ist das einfach wieder festkleben. Na gut. Ich klebe übrigens auf einer ganz coolen Bastelunterlage. Habe ich mir jetzt auch mal gegönnt für meinen Schreibtisch als Abdeckung für meinen, so breit wie meine Schreibtischunterlage. Also so sieht das Ganze aus.
besteht aus lauter einzelnen Teilen und wir stecken die jetzt einfach mal schnell zusammen, dass ihr mal seht, wie schnell das auch die Kids können. Ich hole mir mal auch vom Action damals mitgenommen, habe ich ganz, ganz viele von diesen kleinen, ja, wie auch immer das heißt. Wer das weiß, das kann mir das bitte gerne sagen. Ich vergesse es immer. Spreize. Ich habe keine Ahnung. Wie heißen diese Teile? So, also wir machen das jetzt schnell zusammen. Wir fächern uns das einfach zu. Da sind jetzt sogar schon die Löcher drin. Da stecke ich mir das rein. Zugefächert und gleich haben wir unser Körbchen. Nämlich auch schon fertig. Brads, ich wusste, auch Sascha kann ich mich verlassen. Musterbeutel klammern. Musterbeutel klammern. Okay. Musterbeutel klammern. Rundknopfklammer. Also guck dir mal, die erste Seite haben wir schon fertig. Und schon ist die erste Seite mit unserem Körbchen fertig. Das geht so ratzfatz schnell. Also das kriegen die Kids super schnell hin. Und da kann man wirklich, also ich habe es jetzt ganz, ganz groß gezogen. Eben auch fürs Osterkörbchen. Schön zusammenfächern. Ist natürlich auch eine Anleitung dabei, aber brauchen wir ja alles nicht. Wir sind ja komplett alles Autodidakten. Die einzige, wo ich immer Anleitungen ausdrucken muss, ist Miriam Brückner, weil ich ansonsten einen Abi kriege. Und fertig ist unser Osterkörbchen. Oder Weihnachtskörbchen oder sowas. Und das steht und fällt halt einfach auch mit dem Papier. Dann kann man das Ganze nämlich auch im Frühling stehen lassen. Mein Papier ist innen jetzt hell. Aber ihr könnt natürlich auch genauso gut diese doppelten Papiere nehmen. Ah, da ist meine Schildkröte, meine Lieblingsschildkröte. Die ist ganz toll. Die hat mir meine Nachbarin aus dem Urlaub mitgebracht. Das ist ein Maßband. Super geil. Wird mir immer wieder geklaut. Also ihr könnt natürlich auch diese doppelseitigen Papiere nehmen. Oder eben, wie hier, innen weiß. Ja, mir platzt heute der Kopf bald, Mariella. Ich hatte heute Morgen nämlich eine sehr, sehr coole Idee. Aber vielleicht erzähle ich von dir später. Aber auch nur vielleicht. Ich würde jetzt gerne nämlich noch was anderes probieren. Es ist mir vorhin im Kopf rumgeschwirrt, als ich gesagt habe, ich mache mit euch diese Körbchen. Weil, wie gesagt, das ist jetzt geschnitten mit dem Plotter. Das seht ihr daran. Ja, es ist groß. Wir können auf A3, also ich weiß, einige von euch können das, ich kann nicht auf A3 drucken. Deswegen sind bei mir, wenn ich es jetzt ausdrucke auf ein Papier, sind sie nur A4. Ich habe mir jetzt aber überlegt, ich würde gerne mal was ausprobieren. Und zwar, ich mache mich mal klein. Ihr müsst jetzt einfach mal bei meinem Hirnkram zuschauen. Die Sache ist die, wenn ihr was habt, hier bin ich, wenn ihr was habt, eine Datei, die ihr euch gerne ausdrucken wollt, weil ihr sie eben ausschneiden möchtet mit der Schere. Kinder wollen mit der Schere schneiden, ne? Die brauchen ja kein Plotter. Ist auch viel spannender und dieses, ihr seht, die Datei hier ist super einfach auszudrucken. Wenn ihr sie jetzt drucken würdet, würdet ihr sie nicht sehen. Warum würdet ihr sie nicht sehen? Weil es eine Schneidedatei ist. Schneidedateien sind Informationen, die an einen Plotter geschickt werden, dass er weiß, wo er schneiden muss. Aber das heißt nicht, dass man sie auch drucken kann. Das heißt, ihr geht immer erstmal auf Linie. Die Linie mache ich jetzt einfach mal schwarz, dass ihr sie besser sehen könnt. Und wie ihr hier seht, ist die Dicke auf 0 Punkte. Das heißt, wenn ihr sie drucken würdet, würdet ihr sie auch nicht sehen. Wenn ihr sie sichtbar machen wollt, müsst ihr hochgehen mit den Punkten. Da reicht wirklich schon ein Punkt, 1,5 Punkte und dann könnt ihr das super schön ausschneiden. Gilt für Plotterdateien und sonstiges. Hatten wir schon öfters. Ja, ich habe heute totale Flash-Header. Aber gut. Auf jeden Fall, ihr seht es hier. Wenn ihr es jetzt so drucken würdet, könntet ihr es sehen. Und genauso habe ich es im Endeffekt auch gemacht. Ich glaube, ich habe es mir gerade verschoben. Ich habe jetzt im Endeffekt die A4-Blöcke, die A3, 30 auf 30 Blöcke, die vom Action waren, habe ich mir auf A4 geschnitten und habe mir das hinten drauf geschnitten. Somit konnte der Fabi das total schön ausschneiden. Ich möchte mir das jetzt auch mal ausdrucken. Und zwar, ich könnte es mir eigentlich... Wir machen es jetzt zeitgleich. Ich mache mir das hier jetzt auf einen Punkt und mache mir aber hier auch gleich mal einen Rand außenrum.
und fülle mir das mit einem Muster. Ich möchte das nämlich gleich auch mit einem Muster drucken, weil ich möchte das Ganze als Innenseite nutzen. Ich gehe hier jetzt auf Füllmuster und nehme mir das. Setze mir es in den Hintergrund. Genau, so möchte ich es haben. Du kannst die Linien doch mit Stift in der Halterung oder Blätter groß aufmalen. Ja, Schlaubi ist auch da. Du hast natürlich voll recht, Monique. Das könntest du natürlich auch tun. Monique hat vollkommen recht. Wenn ihr es in groß zeichnen wollt für die Kinder, könnt ihr natürlich auch einen Stiftehalter machen und könnt es euch in 30 auf 30 aufzeichnen lassen. Sau, sau, sau cool, Monique. Siehste, siehste, spitzenmäßig. Die Datei findet ihr auf dem Wesenblog. So, ich mache mir das Ganze hier jetzt mal ein bisschen kleiner, weil im Endeffekt wird eh nur A4 gedruckt. Ich gehe jetzt auf Drucken und natürlich, ich weiß, meine Druckerpatronen sind schon wieder leer. Bestimmt. Bestimmt. Ist der Drucker an? Ja. Meine Druckerpatronen sind immer leer. Die Datei ist von dem Marc Wesel vom Wesel-Blog. Gleich oben die erste ist ein Freebie. Sind sie leer? Bitte. Ist auch immer alles leer. Nein. Gut, ich drucke mir das Wiege. Ich hab's gewusst. Also im Endeffekt ist dieser Schritt genau das, was wir immer tun, wenn wir bedrucken. Ich drucke jetzt aber nicht auf auf eine Kartonage, sondern ich drucke auf ein ganz normales, weißes, dünnes A4-Papier. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel die Holzmaserung drucken wollt, die auch super schön passen, oder es gibt ja bei Pixabay viele Bilder, die free sind, könnt ihr Bonbons nehmen, Eier nehmen, wie bei der Eierschachtel, genau wie bei der Eierschachtel als Beispiel. Ja, ihr könnt ja auch das Körbchen im Endeffekt aus diesem Eierpapier machen. Sehr, sehr cool für morgen. Da sind ein paar Gutscheine drauf für die Besucherinnen vom Stammtisch. Also, ich habe mir das Ganze jetzt ausgedruckt. Ihr seht genau das hier in meiner Hand, was wir vorher gesehen haben auf dem Bildschirm. So, ich möchte aber was ganz Besonderes machen. Ich will mal ein Glitzerkörbchen haben. Ich habe zwar keine Mädchen, aber es gibt einfach viele, viele, viele Mädchen. Und ich glaube, ich mache mir jetzt einfach mal so ein richtig geiles Glitzerkörbchen. So ein richtig kleines Glitzerkörbchen. So, was tue ich? Ich habe hier eine Glitzer-Mega-Funkel-Folie und presse mir die auf dieses Papier. Glitzer-Mega-Funkel und das ist dann im Endeffekt innen. Presse habe ich vorgeheizt. Da ist unsere Marie. Übrigens, die ist auch noch im Angebot. Wir haben auch nicht mehr ganz so viele, also wer gerne noch eine Presse möchte, sollte sich das Ganze überlegen. So. Wo ist mein Backpapier? Oh Leute, bei mir sieht es aus. Heute ist halt nicht Mittwoch, ne? Es wird immer nur vor Mittwoch aufgeräumt. Für dieses Freebie nur bei dem Blog anmelden. Ein Passwort setzen und dann kommst du rein. Hallo Vanessa! Guck mal Vanessa, was ich auch noch hier stehen habe. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Ich habe gerade überlegt, was piepst denn hier so? Genau das ist eigentlich das wirklich Tolle an diesen Pressen, dass die euch daran erinnern, wenn die Kinder irgendwelchen Mama, dass ihr sie einfach nicht vergesst. Das ist zum Beispiel von der Vanessa eine Datei aus Strass. Ups, unser Strass wird Ende nächster Woche wieder aufgefüllt. Und das ist von der Vanessa, das wollte ich euch heute auch noch zeigen. Da werde ich dann nachher noch ein paar Bilder hochladen. Die Puppe stand schon hier, aber wenn du gerade da bist, kannst du ja mal sehen, was du machst. Nee. So, dann mal. Schauen wir mal. Also gut,
Ich habe Rückseite, Glitzer Megafunkel, da ziehe ich jetzt ab. Ja, da sind schön, ein Teil von den Maries sind schon angekommen. So, was mache ich jetzt? Ich ziehe jetzt im Endeffekt die Transferfolie ab. Und dann gucke ich mir mal. Ich bin jetzt stellvertretend für alle Kinder, diejenige, die es mit der Hand ausschneidet. Also ihr seht hier hinten die Linien. Und es ist echt nicht schwer. Es ist super schnell ausgeschnitten. Mit dem Glitzer Megafunkel, das habe ich mir nämlich. Kann man das Glitzer auf Papier pressen? Klar, natürlich. Ihr könnt euch super schöne Karten machen. Und ich mache mir jetzt hier ein super schönes Körbchen draus. Du kannst dir Flock auf Holz pressen. Sieht super, super cool aus. Ich zeige dir mal Flock auf Holz. Das ist beispielsweise Flockfolie, die ich auf Holz gepresst habe. Das ist total cool. Total cool. So, schneide ich aber aus. Ich wollte heute eigentlich nur ganz kurz euch was zeigen. Mir kam die Idee nämlich mit dem, also meine Kinder sind wie gesagt krank. Nicht mehr so schlimm wie gestern. Gestern hatten wir doppelte 40 Grad Fieber, war ziemlich heftig. Mit Wadenwickel und Saft und Zäpfchen und allem. Und es ist nicht runter, aber heute ist wieder relativ okay heute Abend. Von daher, auf jeden Fall lag ich zwischen den beiden Kindern heute Nacht auf der Couch. Und da kommen mir eigentlich immer schon die besten Ideen. Das sind hier vor mich hin, weil ich nicht wirklich schlafen kann. Da kam mir nämlich auch die Idee zu dem, was die Gruppe heute schon testen durfte, auf meiner Seite. Steht auch hinter mir. Ich zeige es euch dann auch nur ganz kurz. Das werden wir euch nächste Woche Montag, spätestens Dienstag präsentieren. Und eben die Idee mit diesem Körbchen, dass man das auch mal alternativ macht. Ihr könnt die Kinder in Karton bemalen lassen. Ihr könnt die Finger mit der Fingerfarbe, ihr könnt Ostermotive draufdrucken, ihr könnt Digis draufdrucken. Bei Eva steht ein riesen Toaster auf dem Fußboden. Echt? Oh Gott. Ich habe Panik. Kirschsaft? Ehrlich? Okay, sowas haben wir zwar nicht, aber das wäre vielleicht mal echt interessant, für die Zukunft mal so einen Kirschsaft zu Hause zu haben. Das könnt ihr natürlich aufheben, dann können die Kinder wieder was damit basteln. Ich habe hier immer, also der Papierabfalleimer wird sehr selten ausgeleert. Ich würde dem Fabian das ja in einem Körbchen aufheben. Aber er findet es eigentlich viel lustiger, ganz heimlich in meinen Papierkorb zu rühren. Aber ich glaube, das sind alle Kinder gleich. So, ich schneide mir hier die Seitenteile jetzt ein. Und wie gesagt, der Fabi ist 7 da, das selber auch schon ausgeschnitten. Das geht ratzfatz. Das Einzige, was wir jetzt auf jeden Fall noch machen müssen, sind die Löcher vorbohren. Unten, als wir das im Wohnzimmer gemacht haben, habe ich es mit dem Schaschlikspieß gemacht, den ich natürlich jetzt nicht hier habe, aber der Huck sollte es auch tun. Also ich habe das Ganze jetzt ausgeschnitten. Ja, also im Endeffekt, ich nehme jetzt den Hook und bohre mir die Löcher schnell vor, dass ich dann mit dem Montagehaken oder wie das hieß, Kirschsaft hilft fiebersenkend. Ey, ich werde dir richtig gut. Vielen, vielen Dank. Das mit dem hohen Fieber hatten wir auch 2 Tage lang was gut. Das ist ganz seltsam, ne? Also, dieses hohe Fieber. Aber mir geht es wieder gut und das, so wie es aussieht, kann ich auch ohne Bedenken morgen gehen. Der Sascha ist zu Hause. Der ist schon wieder in der Telefonkonferenz gerade. Von daher habe ich mir gedacht, ich besuche euch einfach mal heute. Was ich gerade tue, da ich zu faul bin, hinten meine Lochdings da rauszuholen, meine Lochzange, mache ich es jetzt einfach mit dem Hook. Ich habe jetzt die Löcher, die da eingezeichnet waren, im Endeffekt vorgebaut. Jetzt hole ich mir eine schöne Spreiz, wie ich jetzt schon wieder nicht mehr weiß, wie es heißt, Zange, Dings. Diesmal in Pink. Könnt ihr auch bemalen mit Nagellack. Mit Nagellack, stimmt auch cool. Ist bestimmt auch cool. Ich hoffe, das Loch war groß genug, ansonsten muss ich es nur noch größer machen. Ne, das war groß genug. Schön. Ja, dieses Fieber, ganz seltsam, ich weiß auch nicht, was es wieder ist. Aber immer noch besser als die Krätze, was auch immer da gerade noch so kreucht und fleucht.
So, ich fange jetzt an, mein Glitzerkörbchen zusammenzubauen. Muss ich ja am Hook schon so ein bisschen einfädeln. Dann müssen wir es noch. Ja, ich bin so ein Hook-Mensch, ne? Ich weiß, ich mache da ganz, ganz viel mit. Ich habe jetzt noch ein bisschen größer. Also. Hallo Miriam, die Miriam kommt morgen auch. Auf die freue ich mich auch schon sehr. Ja, es kommen so viele. Ich bin echt immer gespannt auf euch alle. Das letzte Mal war ja noch eine relativ kleine Runde. Da gibt es so lecker Cocktails. Wird bestimmt, bestimmt gut. So. So, die erste Seite ist fast fertig. Ich muss noch in den Griff. Das einzige. Doch, das geht schon. Ja! Nein, Diane, nicht krank werden. Nicht krank werden. Bitte, bitte, bitte. Wenn die Mutis krank werden, die sind ja schlecht. So, also. Gleich haben wir es. Körbchen. Also wenn ihr es für die Kids macht, macht die Löcher ein bisschen größer. Ich habe der Schaschlikspieß auch ein bisschen größer als der Hook, aber es geht. Sieht mit Flockfolie schon auch total cool aus. Ist dann so ein bisschen samtig. Ich lasse mich halt überhaupt nicht hetzen, ne? Soll ich mich hetzen lassen vielleicht? Nein, ne? So, und schon haben wir ein Mädchen. Glitzer, Mega, Funkel, Körbchen. Das glitzert wie die Sau. Innen drin mit den Punkten ist, wie wir es uns selbst ausgedruckt haben. Fällt mir gerade was ein. Ich hatte doch da noch Aufkleber. Ich habe mir auch immer so Aufklebersets mitgenommen. Oder noch ein bisschen Strass drauf gemacht. Oder. Aufkleber, die günstigen Aufkleber abzukriegen, so dass sie noch kleben, ist einfach eine Tragödie. Manchmal. Doch. Aber so ist es, wenn man billig Mist kauft. So. Und schon habt ihr ein Körbchen fertig, das entweder für Ostern ist oder ganzjährig oder für den Einkaufsladen oder das glitzert halt schon echt geil, ne? Was ist denn eigentlich dieser Toaster, von dem ihr alle redet? Meint ihr mein Körbchen hier? Und, also, ne? Körbchen. Was ich euch zeigen wollte. Ihr könnt Papier super bepressen mit Glitzer-Mega-Funkelfolie, mit Flockfolie, mit was ihr auch immer wollt. Bedruckt euch Papier selbst. Druckt euch Vorlagen, bereitet es für die Kinder vor, das könnt ihr heute Abend schon machen. Druckt euch irgendwelche schönen Motive auf ein A4-Papier. Dann aber, wenn ihr das direkt ausschneiden wollt, nicht mit Glitzer, sondern eben direkt, macht ein bisschen dickeres, 180, 190 Gramm. Dann können es die Kinder am nächsten Tag schön ausschneiden, können sich entweder hier Körbchen machen aus von Actionpapier oder selbstbedrucktes oder ganz stylisch, was es da alles einfach gibt. Camp Snaps, mit Camp Snaps
könntest du zum Beispiel auch mit haben wir ja noch genug zu Hause, ne? Weil haben wir uns ja damals, hast du dir bestimmt auch schon so ein tolles Set gekauft mit 8000 Campsnaps, von denen wir vielleicht 20 bisher benutzt haben. Du könntest es zum Beispiel auch aus Snap-Pap machen. Sieht bestimmt auch cool aus. Ich habe von Alles für selber machen noch so ein goldenes oder kupferfarbenes Snap-Pap-Papier. Also es gibt super, super, super schöne. Das ist nicht kompliziert, ihr müsst euch doch nur anmelden. Das ist nicht schwierig, wirklich. Also bei mir hat es nicht so lange gedauert. Das ist dein DC... Der DC-100, den meint ihr? Ja, das sieht ein bisschen aus wie ein Toaster, habt ihr recht. Der steht noch auf dem Boden, weil er in Überlänge plotten musste. Ja, habe ich die Presse ausgemacht? Was ich euch noch zeigen könnte, also macht es mit den Kids. Dann können die ein paar Körbchen machen, macht euch ein bisschen Moos rein oder Heu oder dieses grüne Gras, legt 3 Eier rein und schon habt ihr ein richtig schönes Osterkörbchen. Die Datei ist vom Marc Wesel, vom Wesel-Blog. Oben ist der Link normalerweise zu dem Blog und im Shop ist es ein Freebie. Da kommt ihr relativ schnell dran. Ihr müsst euch nur einfach registrieren, das ist alles. Das weiße Gerät am Boden hinter mir ist kein Toaster, das ist mein DC-100. Ich schwöre. Der Toaster. Das ist ein Design and Cut, ein DC-100. Und da der auch mit WLAN läuft, kann der stehen, wo er will. Das fand ich heute Vormittag nämlich auch so praktisch. Ihr wisst, ich bin eigentlich ein Silhouette-Mädchen, aber... als ich heute Morgen die Idee hatte, beziehungsweise heute Nacht, für die nächste Aktion, die ich gerne machen möchte, war ich dann ganz froh um den Brother, weil ich einfach das Gerät mit runter ins Wohnzimmer nehmen konnte, ohne hier meine ganze Hecklerbarsch abbauen zu müssen. Der CM300 steht nämlich im Moment unten im Wohnzimmer, weil wir was basteln gerade. Folgendes. Ich weiß, ihr kennt sie alle, diese wunderschönen Puzzlelampen. Ich habe sie ein bisschen groß gemacht, ich weiß. Aber so wie ich sie gemacht habe, gibt es sie bisher noch nicht. Ihr dürft sie jetzt auch nur so sehen, wie sie jetzt gerade ist und nicht im Dunkeln, weil sonst würde ich nämlich voll eine abgehen. Da habe ich noch eine. Den Rest bereiten die Mädels gerade im Hintergrund vor. Das ist noch eine. Aber wie gesagt, ihr dürft sie nur im Licht sehen, im Dunkeln noch nicht. Die zeige ich euch Montag oder Dienstag, damit könnt ihr euch oder auch die Kinder super schön beschäftigen. Die können das nämlich mit der Schere ausschneiden, dann sind sie schon mal 2 Tage beschäftigt. Zum Beispiel. Ja, ich bin gemein. Also diese Dinge sehen im Dunkeln richtig geil aus. Das riesengroße bunte Teil wird bei uns ins Schlafzimmer an die Decke kommen. Wir haben sie schon angehalten an die Lampe und den Effekt an der Wand. Den muss ich euch auf jeden Fall fotografieren. Ja, das Zusammenstecken ist kacke, ich weiß. Aber sie ist geil. Aber sie ist geil. Körbchen wollte ich euch zeigen. Denkt dran, wie gesagt, Marie, wir haben nicht mehr so viele, wer das noch möchte. Sollte bitte zuschlagen, dann morgen ist der Stammtisch. Und sollten eure Männer noch nichts für euch zu Ostern haben, könnt ihr ihnen sagen, sie sollen sich bitte gerne an rechnung@plottermarie.de wenden, die Anna und die Anke. Dafür brauchen sie kein Kundenkonto und nichts. Sie können einfach hinschreiben und sich um euer Ostergeschenk kümmern und die zwei managen das dann. Und ja, da kann man noch Gutscheine anfordern. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich freue mich riesig auf die Sprechstunde, auf den Stammtisch morgen. Ich werde alles einpacken, was hier so rumfliegt, alle Sachen, die wir in den Sprechstunden gemacht haben, die einfach dann mal anfassbar sind, dass ihr wirklich mal nicht nur durch den Bildschirm seht, was da so entstanden ist, sondern es auch einfach mal anfassen könnt. Die Körbchen, die Strass-Shirts, diese Gravursachen. Ich bringe einfach mal einen riesengroßen Bollerwagen mit Zeug mit. Die Miriam bringt auch ein paar Sachen mit. Wir haben euch ein paar schöne Geschenkchen vorbereitet.
Aber es soll einfach mal ein schöner Abend sein, an dem man sich kennenlernt, an dem man quatscht, an dem man ein paar Cocktails zusammen trinken und einfach ein bisschen Spaß haben. Ja. Ja. Ich hoffe, euch hat mein Glitzerkörbchen gefallen. Hat irgendeine von den Mädels, die morgen kommen, eine Tochter? Den würde ich das nämlich gerne mitbringen. Weil ich habe ja niemanden, wenn ich schon anglitzer. Ich glaube, Heike mag doch so gerne rosa Glitzer. Das wäre es doch. Na, vielleicht bringe ich es der Heike mit, wobei die ja auch einen Sohn hat. Also macht euch Körbchen in alle Varianten. Macht euch Reagenzglashäschen von der Miriam. Ich habe dieses Jahr so viele schöne Sachen für die Osterdeko gesehen. Ich wollte gerade mal gucken, ich hatte doch hier auch noch den Hasen mit Wachs, den wir da zusammen gemacht haben. Diese Wachsbilder mit der Presse. Könnt ihr mit den Kids machen. Macht mit ein paar Fädelbilder. In die Richtung werden wir auch noch ein bisschen gehen. Von daher haben wir ein Quickie gemacht. Ne? Wie lange sind wir da? Ich sehe das gar nicht. Egal. Barbara, ich freue mich auf dich. Du, die streikst dann ins Hotel. Geschultert. Ne? Weißt du, es ist gerade um die Ecke. Ich freue mich. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugeguckt habt. Schaut bei Marc vorbei, der hat noch ein paar andere schöne Sachen, so Ü-Ei-Verpackungen und also auch schon echt ein paar schöne Sachen, die auch nicht so fingerverknoten sind wie von der Miriam, die ich natürlich liebe, aber trotzdem auch eine schöne Alternative. Einfach mal ein bisschen was machen. 32 Minuten, perfekt, ich bin bezahlt. Ab 30 Minuten gilt es als Arbeitszeit. Geil. Ich wünsche euch was. Ich muss jetzt was trinken, mein Hals wird trocken. Und da ja keiner was fragt, sondern immer alle nur einen schönen Abend wünschen, kann ich mich jetzt zurückziehen und freue mich auf morgen. Und schön, dass es euch gibt. Und sollte bei euch die eiserne Hand kommen, redet drüber, ich tue es auch. Weil zu behaupten, sowas gibt es nicht. Es gibt eine eiserne Hand, die einem manchmal das Herz um den Hals zudrückt. Und wenn man Freunde hat und Familie hat, die miteinander drüber reden, die einen dann wieder da so ein bisschen rausziehen, da geht es dann auch relativ bald wieder besser. Nur wenn man es verschweigt und so tut, als würde die Welt sich weiter drehen und es würde einem sehr, sehr gut gehen, dann kann man einem auch nicht helfen. Von daher, wenn ihr Hilfe braucht, wendet euch an eure Freunde und dann wird euch mit Sicherheit auch geholfen, denn dann sind es auch wirklich Freunde. In diesem Sinne, habt's fein. Tschüss, die Eva.